Das ist das Problem. Es ist wahrscheinlich nicht Covid-19. Schauen Sie, wenn Sie in die britische Statistik gehen, dann sehen Sie, dass auch in der Altersgruppe 15 bis 64-jährig es eine unglaubliche Übersterblichkeit gibt. Das sind da in dieser Gruppe gibt es so wenige Corona-Toten, echte, dass man sie wahrscheinlich mit ein, zwei Händen zählen kann. Die anderen sind nicht dran gestorben. Die sind vielleicht, es ist nur ein vielleicht, vielleicht schon geschoren, weil das Gesundheitssystem nicht gut funktioniert und deswegen sie in den Krankenhäusern nicht mehr so behandelt werden konnten, wie sie sonst behandelt werden. Dasselbe gilt für Italien, Frankreich und Spanien übrigens. Sprechen Sie damit auch an, mangelnde Hygiene? Hygiene ist ein Punkt, aber es ist, mein Gott, nicht so, nicht alles. Wissen Sie, dass die italienischen Krankenhäuser bei jeder Grippewelle überfordert sind, ist eigentlich hinlänglich bekannt. Notstand ohne Ende. Und wenn in Spanien und in Frankreich und in Italien hinzu bei Corona kommt, dass das Personal nicht mehr arbeiten darf, weil es in Quarantäne geschickt wird, ja, unter Hausarrest sozusagen, dann haben sie überhaupt niemanden mehr. Und es ist auch hinlänglich bekannt, dass die Krankenhausinfektionen in diesen Ländern eine ganz andere Dimension einnehmen als hier. Wegen Hygiene, wegen mangelnden Standards. Aber hinlänglich bekannt ist es natürlich in Medizinerkreisen, in der Medizin, in der Forschung, der breiten Öffentlichkeit war es offenbar nicht bekannt. Und der sagt man jetzt, diese Zustände seien jetzt neu Da durch sage ich Ihnen, Covid-19. ich sage Ihnen das. Ich sage Ihnen noch etwas mit Italien. Ja, es ist auch hier schon so, dass Menschen, die behandelt werden sollten und müssten, nicht ins Krankenhaus kommen, weil Betten freigehalten werden für die Covid-Patienten, die gar nicht da sind. Nicht diese ganze Welle hochgerechnet. Wir werden überfordert. Ich habe bereits, das am 22. März gesagt, das wird niemals eintreten. Ist auch nicht eingetreten. Aber was habe ich für Beschimpfungen gehört? Beschimpfen, der hat keine Ahnung, der ist im Ruhestand und hält nicht stand mit der Wissenschaft und kann nicht rechnen und so. Warte, vielleicht. Aber vielleicht habe ich nicht so Unrecht. Und was dann? Was sagt ihr dann? Warum setzt ihr euch nicht hin und überlegt, was man besser machen kann, anstatt dauernd vorwärts zu gehen? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das herkommt. Habe ich das denn? Nee?